Hallo, liebe YouTuber, liebe YouTuberinetten, das hat einen ganz, ganz bestimmten Grund, dass ich heute nicht im Bild bin. Und zwar hört ihr das vielleicht, ich bin totsterbenskrank und sehe aus wie ein Häufchen Elend. Und immer wenn ich aussehe wie ein Häufchen Elend, mache ich Kochvideos. Auch schön. Heute gibt es was ganz Leckeres und zwar rein vegetarisch. Käse ist vegetarisch, ist ja kein Fleisch. Gut. Also ist ja auch egal, könnt ihr auch Fleisch mit reinmachen, ist wurscht. Wir brauchen dafür 4 Tomaten. Eine Zucchini, eine Aubergine, ich habe gerade irgendwo reingefasst hier, ich habe gerade abgetrocknet, eine Kugel Mozzarella, dann Petersilie, Knoblauch, Paprika, Pfeffer, Maggi und, kann man jetzt nicht sehen, Petersilie, also nochmal in echt, also eigentlich brauchen wir die gar nicht, genau, die können wir wegtun. So, achso, und die Zwiebel. Ja, es ist mal wieder alles sehr unorganisiert, aber ich glaube, das ist das Schöne dran. Ihr dürft mich jetzt begleiten, wie ich das Ganze hier zubereite. Machen wir ja jetzt alles mal ganz improvisiert und spontan. Das ist eine Zucchini, wer das noch nicht kennt. Sieht aus wie eine Gurke, ist aber keine. Und schmeckt am besten, wenn die noch so ein bisschen, so ein ganz klein Mini, ein bisschen bissfest ist und eigentlich schon weich. So, die schneide ich in der Mitte durch. Ich hoffe, ich schaffe das jetzt bis in 5 Minuten. Ja, und das macht man auch nicht, nicht zum Körper hinschneiden. Also passt auf, wenn ihr nachkocht, dass ihr euch nicht irgendwie die Knöpfe abschneidet. So, ich bin total verrotzt. Hände habe ich vorher auch gewaschen, ganz wichtig, vor allem wenn man krank ist. Gemüse ist vorher auch abgewaschen. Und bevor wir jetzt hier die ganzen Belehrungen machen, nein, es ist kein Biogemüse, ich habe das ganz normal im Supermarkt gekauft. So, wenn wir jetzt ein dickes Stück haben, mache ich dann nochmal, oh, also und ich bin dann ganz leicht genervt, wenn ich krank bin. Könnte ich immer so ganz leicht ausrasten. So. Ja, Musik wäre wirklich gut gewesen. Ist jetzt so ein bisschen trist. So, hier nebenbei wird das Ganze ein bisschen heiß. Demnächst will ich einen Krustenbraten machen. Habe ich vorher noch nie. Mal sehen, ob ich euch auch daran teilhaben lasse. Aber das muss ich dann wirklich schneiden. Weil ich glaube, das dauert dann doch ein bisschen länger. Und ich muss Oma vorher anrufen. Schmeckt noch nichts. Ich frage mich überhaupt, warum ich das sowieso koche. Ich schmecke ja nichts. Oh Gott, ich hoffe, man hat mich jetzt gar nicht gesehen. Ich sehe wirklich scheiße aus heute. Noch schlimmer als in dem Vorher-Nachher-Video. Wer das nicht gesehen hat, das blende ich hier irgendwo ein. Naja. So. In der Zeit machen wir die Aubergine noch ein bisschen flott. Oben den Stängel da abmachen. Heißt das bei der Aubergine Stängel? Also da, wo es quasi am Busch sitzt, hätte ich was gesagt. Oh Mann, hoffentlich ist keiner dabei, der sich mit Obst und Gemüse auskennt. Bei Aubergine weiß ich jetzt nicht. Das wächst, glaube ich, am Strauch, ne? Also am Baum, glaube ich, nicht. So, dann teile ich die in der Mitte nochmal, also quasi 14. So. Ich bin mit meinen Messern sehr vertraut, deswegen gehe ich mit denen so gutgläubig um. So. Das braucht man jetzt eigentlich auch noch ein bisschen. Aber ich mache die Zucchini schon mal rein, weil ich ja jetzt, oh Gott, ihr seht es auch noch, ey, ich habe Birkenstockschuhe an. Achso, ich war ja nicht. Oh, jetzt sieht man sie nicht wahrscheinlich. La la la. Ein Deckel. Seht ihr das eben überhaupt? So, da ist schon mal ein Deckel drauf. Damit sich da so ein bisschen Kondenswasser bildet. Das brauchen wir nachher, damit die Zucchini schön weich werden. So, die Auberginen schnippel ich genauso wie die Zucchini. Man kann da auch, wer jetzt nicht unbedingt das Ganze vegetarisch haben möchte, man kann da auch Putenfleisch dran machen oder Hackfleisch. Dann wird das so ein bisschen Bolognese-artig. Man kann auch das Ganze pürieren, also die Gemüsesachen pürieren und dann Hackfleisch und das Ganze quasi als Bolognese-Soße missbrauchen. Und Aubergine lässt sich immer extrem beschissen schneiden, muss ich sagen. Wie viel Zeit haben wir denn? 7 Minuten schon rum. Scheiße, das wird wieder alles nichts. Ich muss das nachher alles schneiden.
Schneiden wir ein bisschen schneller. Und dann geht das schon. Wie gesagt, mit Aubergine werde ich immer kein Freund. Aber die Farbe ist schön. So, die wollen wir kurz. Stellen wir das mal auf 2 runter, damit uns das nicht anbrennt. Habt ihr den Hund gesehen? Da. Das ist die dicke Wilma. Ich glaube, das ist ja eigentlich gar nicht so normal, dass das so punktig ist. Schneiden wir mal weg, das sieht irgendwie komisch aus. Das sieht irgendwie anders aus, als ich mir das gerade vorgestellt hatte. Ich habe das schon mal gemacht, aber irgendwie sieht die hier nicht so schön aus hier. Komische Stellen dran. Naja, weg damit. So. Und wenn man es nicht würzt, könnte das sogar der Hund fressen. Der steht sowieso nur hier, weil er hofft, dass irgendwas runterfällt. Die kleine Fressraube. Okay, dann. Guck mal hier. Wir nehmen das gleich. Guck mal drauf. Ist. Das macht ganz schön Terror, das Zeug. Jetzt hat er es auch mal gefunden, der dicke Hund. Der darf nämlich kaum noch irgendwas fressen, weil er eine Futtermittelallergie hat. Aber alles, was natürlich ist, also Obst, Gemüse, darf er immer noch alles haben. Und daher kriegt er ab und an noch was beim Kochen. Aber vom Tisch selber kriegt er nichts. Ich habe auch gar keinen Tisch. So, in Eile. Und es wundert mich sogar, ich dachte, Mensch, jetzt geh doch mal da weg, du Trampel. Ich hab's doch gar nicht wirklich probiert. Normalerweise bin ich immer am Probieren und am Naschen. So, Auberginen sind jetzt mit drin. Dann nehmen wir uns die Tomaten vor. Eben war so ein bisschen zu matschig. So, dann schneiden wir hier dieses Stängelding raus. Weil es ist ein Nachtschattengewächs. Und das soll wohl irgendwie krebserregend sein, habe ich mal gehört. Deswegen schneidet man das raus. Außerdem schmeckt es scheiße, wenn man drauf rumkaut. So holzig. Die müssen auch nicht schön geschnitten werden, weil die bröckeln nachher sowieso auseinander, wenn das so heiß wird. Aber so Riesenstücke will man ja auch nicht im Mund haben. Grundsätzlich, wenn ich für mich koche, ist mir das scheißegal, wie das aussieht. Hauptsache, das schmeckt. Und das tut's eigentlich immer. Mmh. Voll lecker. Ich liebe Tomaten. Es gibt, glaube ich, ganz selten irgendein Essen, was ich mir selber mache, wo keine Tomaten drin sind. Wenn es nur Tomate auf Brötchen ist. Irgendwie mit Wurst drunter oder was weiß ich. Total lecker. Oder Tomaten, Mozzarella-Salat. Mozzarella könnte ich mich auch reinsetzen. Super lecker. So, jetzt hatte ich ja schon 4, ne? Dann kann ich die andere ja weg tun. So, die kommen da später rein, weil die sollen noch so ein ganz klein bisschen Form behalten. In der Zeit. Oh. Hm. Mozzarella aufschneiden, die Lake raus. Muss immer so ein bisschen gucken, dass das Zeug da drin nicht anbrennt. Das ist dann nicht nur scheiße, sondern schmeckt auch eklig. Ich muss gerade ein bisschen gucken hier. Vielleicht nur schnell hier so. Sieht auch schon gut aus. Mozzi.
Eine Scheibe für mich, der Rest ist für den Topf. Ich mache dann natürlich nachher erst die Mozzarella rein und dann die Tomaten. Die sollen einfach nur ein bisschen warm werden, weil ich mag das nicht, wenn das so schmierig ist. Außerdem verwässert das Ganze dann immer so. Ist nicht so schön. Ist auch nur für mich alleine, also kann ich da jetzt richtig schön rumbatzeln. So. Nicht so gut, ne? Oder? Nee, hoffen. So, würzen. Da ich heute noch keinen Besuch mehr kriege, schön Knoblauch rein. Kann man auch frisch nehmen, aber ich habe gerade keinen. Dann Paprika. Dann guten Schuss Pfeffer. Bisschen Salz. Aber Salz mag ich nicht so gerne. Und Maggi. Das Ganze dauert jetzt noch ein bis die Auberginen fertig sind. In der Zeit machen wir mal eben aus. Wie viel Zeit haben wir denn? 13? Ja gut, dann machen wir mal kurz aus. Und dann warte ich so lange, bis die Auberginen fertig sind, dann melde ich mich zurück. Dann nehmen wir uns einen schönen Stängel Petersilie. Ist jetzt richtig so ein frisches Stück. Und dann mache ich oben den Rest ab. Deckel auf. Und dann reiße ich das da immer so ein paar Stücke ab. Und tue das da rein. Lass das richtig schön mitkochen. Das gibt nämlich einen super geilen frischen Geschmack da drin. Generell, wenn ihr die Möglichkeit habt, ich meine, die Möglichkeit besteht in jedem Supermarkt, dann kocht auf jeden Fall mit frischen Kräutern, weil das geschmacklich echt super lecker ist und viel, viel besser schmeckt. So, dann kommen Mozzarella und Tomate noch mit rein. Ich mache das jetzt auch beides zusammen, das nimmt sich eigentlich auch nicht so viel. Ich kann sie da schön mit reinhören. So, Herd kann schon mal aus, spart ein bisschen Energie. Und der Mozzarella, der zerfließt, hätte ich fast gesagt, der schmilzt da jetzt so ein bisschen rein. Macht das Ganze richtig schön creamy. Und ja, dann zeige ich euch, wie es gleich auf dem Teller aussieht. Und dann gibt es endlich Essen. Also es hat jetzt ungefähr knappe 15 Minuten gedauert mit allem und mit ein bisschen Laberei. So, das ist das fertige Essen. So sieht das nachher aus. Also Mozzarella, Tomate, Aubergine, Zucchini, Zwiebel und ganz viel Petersilie als frische Kräuter. Das lasse ich mir jetzt schmecken, hoffe, ich werde bald wieder gesund und wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachkochen. Wer Lust hat, das nachzukochen, der kann mir gerne mal einen Kommentar oder eine Videoantwort posten. Ich möchte unbedingt mal eine Videoantwort haben. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß, folgt mir auf Twitter und bis bald. Achso, den Link gibt es natürlich in der Infobox. Tschüss!